spazierte ein Mann namens Karl vorbei an einem unscheinbaren Abwasserrohr. Plötzlich hörte er ein leises Wimmern, das aus dem Rohr zu kommen schien. Neugierig beugte er sich nach unten und blickte in die Dunkelheit. Da, am Ende des Rohres, saß ein kleines, schmutziges Welpen. Karl war sofort gerührt von dem Anblick des hilflosen Tierchens. Es war offensichtlich, dass es verlassen worden war. Ihm tat es leid, und so griff er zum Telefon und wählte die Notrufnummer des örtlichen Tierschutzvereins. Schon nach wenigen Minuten stand ein ehrenamtlicher Mitarbeiter des Vereins, ein junger Mann namens Felix, vor Karls Haustür. Felix hatte bereits viele Fälle von ausgesetzten Tieren erlebt, und er wusste, dass die Chancen auf ein Wiedersehen mit dem Besitzer gering waren. "Es scheint, als sei der Kleine hier ausgesetzt worden", sagte Felix mitfühlend. "Er wartet wahrscheinlich auf seine Menschen, aber ich befürchte, dass die nicht mehr zurückkommen werden." Felix beugte sich ebenfalls in das Rohr und konnte den Welpen besser sehen. Er saß in einer Pfütze aus Schlamm und Dreck, von Kopf bis Fuß beschmutzt. Doch trotz seiner misslichen Lage und der ungewohnten Umgebung wirkte der Welpe nicht ängstlich. Er blickte Felix mit großen, braunen Augen an und wedelte sogar mit dem Schwanz, als Felix ihm die Hand entgegenstreckte. Felix spürte eine tiefe Zuneigung zu dem kleinen Wesen. "Er scheint sich in dieser misslichen Lage erstaunlich wohl zu fühlen", sagte er zu Karl. "Ich denke, wir sollten ihn erst einmal aus seiner Pfütze befreien." Karl nickte zustimmend und gemeinsam halfen sie dem Welpen aus dem Rohr. Der kleine Kerl ließ sich ohne Widerstand anfassen, er schien sich sogar zu freuen, dass sich endlich jemand um ihn kümmerte. Im Haus von Karl wurde der Welpe sofort gebadet. Er nahm das Bad ruhig und geduldig hin, als ob er wüsste, dass es ihm gut tun würde. Nach dem Bad stellte sich heraus, dass der kleine Kerl eigentlich ein wunderschöner Welpe war, mit weichem, braunem Fell und leuchtend blauen Augen. Er wirkte gleich viel lebendiger und glücklicher, wedelte eifrig mit dem Schwanz und sprang herum. Felix gab dem Welpen etwas Futter und streichelte ihn liebevoll. Der kleine Kerl schien das zu genießen und rannte fröhlich im Raum herum, bellte aus vollem Halse und wirkte überglücklich, endlich in Sicherheit zu sein. "Er ist so dankbar, dass er gerettet wurde", sagte Felix, während er den kleinen Kerl beobachtete. "Er verdient es, ein schönes Zuhause zu finden. Nach dem, was er durchgemacht hat, muss er ein Zuhause voller Liebe finden." So beschloss Felix, sich um ein neues Zuhause für den Welpen zu kümmern. Er gab ihm den Namen Lucky, denn er hatte großes Glück gehabt, dass er gefunden wurde. Felix wusste, dass Lucky ein Zuhause voller Liebe und Geborgenheit verdient hatte, ein Zuhause, das ihm das zurückgeben konnte, was ihm genommen worden war. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.